So, hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Heizung im Keller immer noch zu laut. Es ist Zeit für ein Dankeschön. Ich habe es fast befürchtet, nachdem jetzt Weihnachten näher kommt, dass der eine oder andere vielleicht nochmal auf die Idee kommen könnte. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wie immer tierisch. Diesmal wieder ganz, 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 ganz tolle Sachen dabei und auch wieder, beides Wiederholungstäter. Und zwar reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum und ich denke, ich werde nicht verklagt, wenn ich das mal kurz in die Kamera halte. Dieses wirklich großartige Buch stammt vom Felix, in deinem Fall darf ich, glaube ich, deinen Namen nennen, hoffe ich. Und wenn nicht, musst du dich ganz, 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 ganz laut stark beschweren. Das ist wirklich hervorragend. Also du hast es ja selber auch schon gelesen. Das ist ja wirklich großartig. Literatur empfehlen. Ich kriege ja jetzt auch nichts dafür, wenn ich jetzt sage, dieses Buch ist toll, aber dieses Buch ist toll. Ne? So könnt ihr es gegebenenfalls sicherlich irgendwie ergoogeln und oder auch nicht ergoogeln oder beim Buchhändler eures Vertrauens bestellen oder was auch immer. Ist mir völlig wurscht. Aber wirklich, wirklich hervorragend. Unglaublich detailliert zur Ökologie von Spechten und allen Tieren, Pflanzen. Wo kommt denn die Katze her? Hallo? Ja. Moment, du musst in die Kamera. So, die will natürlich nicht. Jedenfalls wirklich wahnsinnig detailliert die komplette Ökologie rund um den Specht. Die verschiedenen Tiere, die auch hinterher in der Höhle einziehen und all sowas. Ich habe es noch nicht ganz komplett gelesen, aber es ist unglaublich detailliert und sauspannende Geschichten. Also wie gesagt, rund um den Specht drin. Das ist eine ganz, ganz tolle Literatur über die Weihnachtsfeiertage. Gerade da, wenn ich dann, ja, Buscha, schnüffel du mal an der Kamera, wenn ich dann ja gerade nichts Besseres zu tun habe, wird wahrscheinlich auch seltener vorkommen als gewünscht, aber wann immer ich mal ein bisschen Zeit habe, um mich noch ein bisschen forstlich weiterzubilden, dieses Buch ist wirklich ganz hervorragend. Den einen Autor, den Herrn Volker, Professor Volker Zahner, kenne ich vom Sehen. Der ist nämlich auch in Freising entsprechend tätig, also an der Hochschule, und ist dann meines Wissens für die Tierökologie zuständig. Heißt das so? Ich weiß es gar nicht genau, aber habe ich schon mal gehört jedenfalls den Namen und habe dann nachgeguckt und hier hinten ist auch ein Foto drin und ja, habe ich schon mal gesehen. Nicht, dass wir großartig was miteinander zu tun gehabt hätten, ja, aber das ist immer toll, wenn das Leute sind, bei denen man weiß, wo die tätig sind und also wirklich großartiges Buch. Bin wirklich ganz begeistert, auch die Bebilderung ist alles, ist einfach nur toll, macht große Freude. Also da hast du was Tolles erwischt, wirklich. Ganz, ganz toll. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin richtig gespannt drauf, dabei sie nächster sich bietender Gelegenheit wieder noch ein bisschen in der Lektüre zu versinken. Normalerweise sage ich bei geschenkten Büchern ja nicht, ob sie mir versuche ich immer möglichst eine neutrale Meinung zum Buch abzugeben, aber das ist ja wirklich irre toll. So, ja, heißt das jetzt, demnächst gibt es ein Spechtvideo? Demnächst bestimmt nicht, aber ich werde von dem Wissen, was ich daraus ziehe, sicherlich sehr, sehr, sehr profitieren. Und sollte ich dann mal ein Spechtvideo machen, kann ich aber nicht einfach nur dieses Buch nehmen. Das wär ein bisschen dreist. Ja. Da ist das so toll aufbereitet, das kann ich auch nicht besser. Und in solchen Fällen tue ich mich wirklich schwer, da einfach zu sagen, ja, ich lese mir das jetzt durch und was ich davon behalten habe, erzähle ich der Kamera und ist dann mein eigenes geistiges Eigentum. Das ist ein bisschen, das ist rechtlich gesehen vielleicht safe, ja. Aber das ist schon arg dreist. Und das will ich eigentlich nicht machen. Ja, also vielleicht mal irgendwann im Zusammenhang mit noch irgendwas anderes das dann schon als Primärquelle nehmen, aber dann noch ein paar andere Sachen. Dann kann ich sicherlich das ein oder andere zum Specht auch mal irgendwann erzählen. Aber vorläufig erstmal nicht. Jetzt muss ich auch erstmal selber gemütlich lesen. Und meine ich jetzt zur Allgemeinheit, ne? Dass der liebe Schenker, also Felix, du jetzt mich damit nicht auffordern willst, unbedingt ein Spechtvideo zu machen, ist mir durchaus bewusst, ja. So, dann haben wir die nächste Sache. Also, wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Also wirklich ganz, ganz toll. So, nächste Sache beinhaltet einen Brief. Dazu kommen wir gleich noch. Also nicht, dass ich den vorlesen möchte, aber da sind ein paar interessante Anmerkungen drin. Die möchte ich in Videoform gerne beantworten. Ich habe hier einen Eimer Salatmayonnaise.
saumäßig cool verpackt. Der Eimer war nochmal in einem Karton, in einem großen. Hab gedacht, oh Gott, was ist das denn? mit jede Menge Eierkartons als Füllmaterial. Davon war Evelyn besonders begeistert. Sie hat ein paar behalten. Die braucht sie zum Basteln. Sie bastelt ja so gern. So, glaube ich zumindest, dass sie das getan hat. Ja, doch, ich meine schon. Ich kriege ja auch nicht alles mit, was sie so tut. So, ja, ich gehe einfach mal der Reihe nach durch und dann hinterher deine Anmerkungen. Sehr wertvolle Anmerkungen, hervorragend. Wirklich vielen Dank auch dafür. Möchte ich auch noch ein paar Kommentare zu loswerden. Aber wir haben hier zunächst mal einen alten Alukessel. Ist jetzt off topic, aber ich habe neulich erst mich mal wieder mit der Thematik böses Alu, böse oder nicht, beschäftigt und keine Panik, das ist überhaupt nicht dramatisch und ich kann den Kessel trotzdem wunderbar gebrauchen. Aber Exkurs 1 ist tatsächlich inzwischen bewiesen, dass Alu diverse gesundheitsschädliche Wirkungen hat, wenn man davon zu viel zu sich nimmt, und zwar pro Kilo Körpergewicht, ich glaube 1 Gramm pro Woche. Milligramm pro Woche. Das heißt, wenn man 100 Kilo wiegt, war das so? Ja, so war das ungefähr. Dann darf man pro Woche circa 100 Milligramm Alu zu sich nehmen, ohne dass einem was passiert. Das ist also so ein bisschen der Grenzwert. Wenn man mehr auf Dauer mehr als das an Alu zu sich nimmt, dann wird es sehr ungesund, dann geht es auf die Nieren, dann kann sich das im Körper anreichern und nicht mehr ganz abgebaut werden bzw. ausgeschieden werden, und tatsächlich kann das dann auch Nervenschädigungen hervorrufen. Ob es jetzt Krebs verursacht oder Alzheimer, ist beides nicht bewiesen, aber generell einfach scheiße ungesund für den Komplettorganismus. So, jetzt, wann nimmt man viel Alu zu sich? Theoretisch könnte man einen Haufen Lebensmittel futtern, die sehr viel Alu enthalten. Dazu gehört unter anderem sogar Schokolade. Aber es sind auch Mengen, die man normalerweise an Schokolade nicht isst, dass man dann in den aluminiumtoxischen Bereich kommen würde. Hülsenfrüchte sind dabei und Sachen, die an sich eigentlich ganz gesund sind. Aber man müsste sich schon sehr viel Mühe geben, um mit einer normalen, halbwegs ausgewogenen Ernährung, also selbst meine ist zumindest halbwegs ausgewogen. Okay, vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich halbwegs, aber selbst ich müsste mir große Mühe geben, ernährungstechnisch auf eine Alu-Intoxitation zu kommen, die ein Problem darstellt. Ja? Aber wenn wir jetzt zusätzlich noch aluminiumhaltiges Deo verwenden oder aluminiumhaltige Schminke, hat bei uns Männern sowieso keiner, aber gerade beim Alu, wenn man jetzt ein viel riechender Teenager ist oder der Meinung ist, auf keinen Fall auch nur einen Hauch von Schweißgeruch irgendwie zulassen zu können und sich täglich 3-mal Alu unter die Achsel sprüht quasi, dann kommt man da schon auf Mengen von Alu, die extrem ungesund sein könnten. Und gerade eben, wenn man einen ohnehin schon recht aluminiumreichen Lebenswandel führt, ja, jetzt musst du hier auf den Tisch, klar. Ja, dann sollte man vorsichtig sein, dass man nicht noch zusätzliches Alu durch zum Beispiel, je nachdem für welchen Zweck, falsches Kochgeschirr zu sich nimmt. So, und damit sind wir wieder bei diesem Kessel. Was kann man mit so einem Alu-Kessel machen? Unbeschichtetes Aluminium, ganz normal, wirklich stinknormales Alu, wie es elementar im Boden vorkommt, Wasser kochen. Was kann man nicht damit machen? So ziemlich alles andere. Aber wofür ist so ein Kessel? Zum Wasser kochen. Ist also vollkommen wurscht, was diesen Kessel angeht, weil solange man da immer nur schön Wasser drin kocht, bildet sich auf dem Aluminium eine Aluminiumoxidschicht. Die ist auch relativ stabil, solange sie immer nur mit Wasser in Verbindung kommt. Das heißt, es löst sich von einem Alukessel, in dem man Wasser kocht, kein Aluminium ab oder nur wirklich Mini-Mikromengen, die dann wirklich zu vernachlässigen sind, sofern man nicht, wie gesagt, hier dauernd den Deo-Sprüher macht. Und zum Wasserkochen ist es völlig Wurst. Was darf man mit einem unbehandelten Aluminiumgeschirr inzwischen wirklich nicht mehr machen? Es ist jetzt auch wirklich bewiesen, es war lange Zeit nicht ganz klar. Wäre irgendwas Saures reinfüllen oder was Salziges reinfüllen oder theoretisch auch was Basisches reinfüllen. Also alles, was in irgendeiner Form chemisch reagieren kann, hat in einem unbehandelten Alukessel nichts zu suchen. Man muss dann auch mit so Grillschalen zum Beispiel vorsichtig sein. Eine erhöhte Menge an Aluminium kann man aufnehmen, wenn man sein Steak in einer Alugrillschale auf dem Grill zubereitet, insbesondere wenn das Steak vorher ordentlich gesalzen und gepfeffert und so weiter und so fort und mariniert ist, mit
vielleicht noch Essig und so Späßen, dann ja, hat man ganz schnell ordentlich Alu im Steak. Also gerade bei sowas muss man immer vorsichtig sein. Aber nochmal, ich will damit ja eh nur Wasser kochen. Ist also absolut safe und dann kann ich damit auch was anfangen. Ja? Aber das ist nur so mal by the way. Ich hatte überlegt, ob ich noch ein extra Video dazu mache. Es gab nämlich erst neulich so eine tolle neue Studie eben zu der ganzen Frage mit dem Aluminium. Aber ja gut, dass man es relativ eher meiden sollte, hatte ich sowieso schon mal gesagt. Und deswegen muss ich da noch ein extra Video zu machen. Ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ich bin hier ja nicht für das Aluminium zuständig. So, dann ein Päcklein Rittersport. Da war mal mehr drin. man sieht, das Päckchen ist schon seit ein paar Tagen da und da ist es gleich noch weniger drin. Übrigens gepimptes Rittersport mit extra viel Joghurt, die sind leider schon alle weg. Vielen Dank. Also die mag ich wirklich am liebsten. ja, was gibt es zu Rittersport noch was zu sagen? Nein, ich glaube nicht. So, dann haben wir, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, es gab schon mal ein Dankeschön-Video, wo der zum Vorschein gekommen ist. Da konnte ich dich auch mit zuordnen, wer du bist. Der gute Heidegeist, ja, hat tatsächlich reingehauen. Der hat 50%. Ich bin zwar durchaus auch Whisky-Trinker, aber irgendwie haut der nochmal so richtig schön rein. Aber das ist immer toll, dann eben gerade im Nachgang die Wärme, die einem den Hals hochsteigt. Für sowas finde ich dann starken Alkohol schon durchaus interessant. Also gerade wenn es mal ein bisschen so mittelkalt ist und man im Grunde warm genug angezogen ist, aber das Gefühl hat, man könnte jetzt noch so einen kleinen zusätzlichen Wärmeschub brauchen. Man muss bei sowas ja auch immer vorsichtig sein, weil man hinterher schneller auskühlt. Wenn man Alkohol konsumiert, es fühlt sich im ersten Moment wärmer an, ja. Aber ist es nicht wirklich? Das Zeug macht nicht warm, es fühlt sich nur so an. Aber nichtsdestotrotz, unter den gegebenen Bedingungen und der nötigen Weitsicht der Verwendung von so einem Heidegeist, muss ich sagen, finde ich den sehr lecker. Also das ist im Prinzip ein Kräuterschnaps. Ne? Ja, und das Design ist vor allen Dingen toll hier mit dem Herrn Schäfer, der da einen entsprechend trinkt. Katzenviech, wo bin ich jetzt wieder? Ach da, ja. Immer nicht so einfach, wenn man die Katze vergessen hat, die Tür zuzumachen. So, dann als Ergänzung zu meinem üblichen schwarzen Wasser, beziehungsweise als Alternative. Das ist eine gute Idee, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich dieses Zeug mit einem anderen, relativ klaren, nach Wasser aussehenden Getränk konsumiert. Ist böse geendet, seitdem hatte ich diese Phase nicht mehr, aber dass man das einfach nur ins Wasser kippt, um quasi ein Outdoor-Getränk hinzukriegen, weil die sind ja super leicht, diese Päckchen, und ich könnte mir vorstellen, wenn man wirklich nur so ein kleines bisschen Süße im Wasser braucht, so wie ich, dann könnte so ein Päckle eigentlich fast schon reichen auf einen Liter, um einem dann ein vernünftiges Trekking-Getränk zur Verfügung zu stellen. Probiere ich aus, die Tage vor Weihnachten, ich glaube 21. bis 23. Da machen wir noch mal eine kleine Wanderung, Chefin und ich, weil da hat sie frei und dementsprechend nutzen wir die Zeit und laufen noch eine Runde. Und da wäre das eigentlich ideal zum Testen. Werde ich auf jeden Fall machen. Vielen, vielen Dank. Dann ist hier, habe ich jetzt kurz mal in diese Tüte ausgelagert, ganz, ganz was Wertvolles, denn ich soll die Römer besuchen, das werde ich auch tun, herzlichen Dank. Also das ist ganz, ganz toll, da freue ich mich schon sehr drauf, dass ich endlich mal dann auch dazukomme. Nehme ich auch wirklich die Zeit und ziehe das auch durch. Das ist das Problem, wenn ich mir römische Sachen angucke und so weiter. Das interessiert mich zwar total, aber anders als meine anderen Ausflüge, kann ich, wenn ich irgendwelche historischen Sachen angucke, meistens beruflich nichts damit anfangen. Ja? Also heißt, persönliche Weiterbildung, toll, Spaß, toll. Aber wenn ich mir zum Beispiel einen tollen Wald irgendwo angucke, dann nehme ich die Kamera mit und habe ich gleich wieder ein Video. Wenn ich mir die römische, was auch immer, Ruinen angucke, dann habe ich nicht noch gleich ein Video. Und deswegen habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Aber egal, das mache ich jetzt trotzdem. Es ist halt für mich selber super interessant. Es ist auch mal angenehm, wenn ich keine Kamera mitnehmen muss, beziehungsweise vielleicht nehme ich sie mit, aber nur sicherheitshalber. Ja, diverse Steine mit einer entsprechend scharfen Kante, weil
Wie du richtig bemerkt hast, war ich mal eine Zeit lang der Meinung und habe das so auch schon mal online entsprechend vertreten, dass man einen Fire-Steel nur mit einer Carbonstahl-Klingenrücken oder halt von mir aus auch mit der Schneide anreißen kann. Inzwischen habe ich es auch rausgefunden, das konntest du natürlich nicht wissen, dass es im Grunde Wurst ist, mit was für einer scharfen Kante man einen Fire-Steel anreißt. Es geht mit jeder beliebigen scharfen Kante und dementsprechend hast du mir jetzt ein paar scharfkantige Steinchen mitgeschickt, mit denen man das mal versuchen kann. Da bin ich durchaus sehr gespannt. Oder auch weniger scharfkantige Steine. Ich werde einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich hatte es jetzt selber auch mal gelesen, habe mich aber nicht weiter intensiv damit auseinandergesetzt. Aber sehr spannend. Doch, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und etwas römisches Handgeld. Und da freue ich mich auch ganz, ganz außerordentlich drüber. Das sind römische Münzen, echte, historische. Ja, machen wir es da vor die Hutkrempe, da stellt das meistens scharf. Aber da gibt es eh nicht so viel mehr zu erkennen. Die sind halt alt, ne? Aber das ist ganz, ganz toll. Die kann ich nämlich zu meiner Sammlung, teilweise auch noch ein bisschen zu erkennen, was drauf ist, zu meiner Sammlung römischer Tonscherben hinzufügen, die selbstverständlich nicht ich, als ich noch nicht im Auftrag meines Vaters illegal an irgendwelchen alten historischen Stätten im Wald ausgebuddelt habe. Nein. Und sollte ich es doch getan haben, dann war ich zu dem Zeitpunkt noch keine 14 und nicht strafmündig und mein Vater ist schon tot. Dementsprechend aber ist nicht passiert, ja. Und ich habe auch keinen Sack römischer Tonscherben, bei dem man genau das feststellen kann, was nämlich der Fluch der Archäologie ist, wenn irgendjemand irgendwo was ausbuddelt und sei es noch so wertvoll, wenn der Fund zusammen fehlt. Deswegen ist das durchaus eine Jugendsünde, die wirklich eine Sünde ist. Das will ich gar nicht schönreden. Dann kann man mit dem entsprechenden Fund nichts mehr anfangen. Und das ist das große Problem. Deswegen meine Tüte mit römischen Scherben. Ich kann nicht mehr sagen, ich war zu jung, wo exakt die gelegen haben. Und wichtig wäre ja vor allen Dingen wirklich der ganz genaue Standort, um damit aus archäologischer Sicht was anfangen zu können. Und ja, das habe ich verbockt. Aber ich war jung und habe halt nur gemacht, was man mir aufgetragen hat. Und im Übrigen, Vater hat die schon mal bei einem Archäologen eingereicht, ob man damit was anfangen kann. Und zu irgendwas war es wohl auch gut, irgendwie zur näheren Einordnung eines möglichen Merkur-Heiligtums. Also Merkur, ne, der Götterbote, glaube ich, ist auch, wenn mich nicht alles täuscht, bei den Römern gewesen. Also quasi der Hermes in Römisch. Also für irgendwas war es gut. Also es hatte schon einen Grund. Aber aus heutiger Sicht ist es schade, wir hätten es eigentlich ja nicht liegen lassen sollen, wären wir auch nicht weitergekommen, schwer zu sagen. Aber jedenfalls zu diesen nicht existenten Scherben, die ich natürlich nicht habe, werde ich auf jeden Fall noch diese Münzen hinzugesellen, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass damit kein großer archäologischer Schaden entstanden ist, ne? Dass ich die jetzt habe. Ja, ja, mit Sicherheit nicht. Aber ganz toll, also da freue ich mich sehr drüber. Ich hatte ja immer gehofft, damals auch mal eine Münze zu finden oder noch besser eine Pfeilspitze. Mein persönliches Highlight wäre die Pfeilspitze gewesen. Ich wollte unbedingt eine Pfeilspitze haben. Erstens, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade versucht habe, mit meinen mangelnden technischen Fähigkeiten, mir Pfeil und Bogen zu bauen und dachte, mit einer historischen Pfeilspitze ist immer noch besser als das, was ich so zusammen improvisiere. Garantiert nicht, ja. Also eine total verrostete Pfeilspitze aus dem Mittelalter oder noch schlimmer von den Römern, kannst du ja nichts mit anfangen. Also technisch gesehen, außer, dass sie natürlich toll ist. Aber ja, gut. Genug abgeschweift. Zurück zum Eimer. Und zwar sind da noch drin diese hier. Das sind wohl 5-Euro Messer. Ich wusste nicht, dass die inzwischen schon für 5 Euro zu haben sind. Mora, wunderbar, ganz tippitoppi. Die übliche, wirklich sauscharfe Klinge. Der übliche, optimal in der Hand liegende Griff. Ganz, ganz tolle Messer. Wüsste nicht, warum man mehr für ein Messer ausgeben sollte, wenn die Dinger 5 Euro kosten. Dann sehe ich echt nicht ein, weshalb man sich jetzt noch teure Messer kaufen soll. Also je länger ich mit den Messern zu tun habe, desto mehr gehöre ich, glaube ich, zur Fraktion, die es nicht einsieht, irgendwelche 300, 400, 500 Euro Messer besitzen zu müssen. Habe ich auch nicht. Aber selbst ein 100 Euro Messer macht langsam, es sei denn, es ist jetzt ein Schweizer Taschenmesser mit 7 Millionen Funktionen, langsam aber sicher nicht mehr allzu viel Sinn für mich. Vielleicht bin ich auch
naiv, weiß ich nicht, weil ich das ultimative, super krasse Survival-Messer, das einzige, was die Zombie-Apokalypse überlebt, für 5.000,48 € nicht haben will, weiß ich nicht. Aber ich finde die hier schon wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und davon habe ich jetzt halt einen Eimer. Warum habe ich jetzt einen Eimer Messer? Dazu gab es drei mögliche Anwendungsgebiete, glaube ich. Nein, es sind sogar vier. Falls ich mal wieder ein preiswertes Messervideo machen möchte. Oh, da könnte man ernsthaft drüber nachdenken. Ja? Da könnte man wirklich ernsthaft drüber nachdenken. Dann, falls ich beim Messerwerfen üben nicht so oft laufen möchte. Ich habe da ja schon durchaus so ein paar Messerchen, die man für solche Zwecke ganz gut verwenden kann. Die hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich denke, das ist auch nicht ganz ernst gemeint. Für die vielen kleinen Tüxens, die eventuell noch hoffentlich deine Rente bezahlen. Ja, mal gucken. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Oder für meine Führungen, falls ich eine kleine Schnitzeinlage machen möchte. So, und damit sind wir bei dem Punkt angekommen, wo du wirklich ein paar tolle Tipps und Ideen hast zu meiner weiteren Existenz, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist eine super, super, super Idee. Weil, wenn man Führung macht, tatsächlich auch nochmal ein bisschen eine, abgesehen davon, dass man im Wald steht und alles anfassen kann, noch eine zusätzlich gezwungenermaßen haptische Komponente hinzufügen, dass wir wirklich mal ein kleines bisschen schnitzen. Und du hattest aufgeschrieben, zum Beispiel Unterschied frisches Holz, abgelagertes Holz, Hartholz, Weichholz. Irgendwie sowas, dass man das noch ein bisschen mehr erfahren kann. Das ist eine ganz hervorragende Idee und dafür kann ich 10 Messer natürlich dann auch tippitoppi brauchen, weil die ja auch gut sind. Und dann kriegt zur Tourstart jeder ein Messerchen und dann machen wir zwischendrin, oder ich deponiere die irgendwo zwischendrin, vielleicht eben auch mit diesem Eimer, ne? Das ist ja durchaus outdoor-fähig, der Deckel ist auch noch irgendwo. Und dann einfach noch ein bisschen Wald-Survival-Bushcraft-Praxis. Die Erfahrung hat jetzt auch gezeigt, nachdem ich jetzt deutlich über 100 Leute auf Führung dementsprechend dabei hatte, dass da auch ganz viele Leute dabei sind, das ist überhaupt kein Problem, die sich nicht selber wohl so in die klassische Waldläufer-Ecke stecken würden. Waren auch viele dabei, die das sehr wohl tun. Ja, ist alles tipptopp von allem, was dabei. Aber ich glaube schon, dass ich ein paar Leute durchaus immer auf jeder Führung dabei hatte, die gar keinen so großen Bezug zum bisschen Schnitzen mit dem Messer haben. Und vielleicht wäre das was für die Zukunft, dass ich einfach einzelne Führungen so ein bisschen vom Schwerpunkt her, gerade muss ich mir ja auch für die nächste Führungslocation überlegen, welche Schwerpunkte ich da setze, dass ich dann auch mal irgendwann eine Führung mache, gar nicht mal so weiter Zukunft, mit dem Schwerpunkt Bushcraft Survival. So, also als Teilschwerpunkt, nicht nur. Ja, also jetzt kein reines Survival-Seminar oder sowas, das können andere Leute besser als ich. Aber vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung. Ja, und dann schon mal für alle Messer haben, ist schon mal cool, für die, die wirklich keins mitbringen. Und außerdem, nächster Standbein, ich hatte ja auch schon lange überlegt, wann ich denn damit mal anfange. Und nachdem in letzter Zeit die Schwangeren- und Kleinkindquote in meinem Umfeld deutlich zugenommen hat, ist glaube ich in meinem Alter normal, beziehungsweise wenn der Freundeskreis, der ungefähr genauso alt ist, dann auch in besagtes Alter kommt, dann nimmt die Schwangeren- und Kleinkindquote zu. Und das führt jetzt dazu, und ich habe auch neulich erst eine Familienführung gemacht, auch mit vielen kleinen Kindern von circa 2,5 bis 11 waren die, schwieriges Spektrum, aber hat hoffentlich einigermaßen funktioniert. Ich glaube, die meisten Leute waren zufrieden und mir hat es wirklich großen, großen, großen Spaß gemacht. Und da ich da ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden bin, glaube ich, ich will jetzt häufiger mal Kinderführungen machen. Glaube ich. Und gerade bei Kinderführung wäre das ja durchaus eine Option, dass man dann auch einen kleinen Schnitzkurs einbaut, so die Basisregeln des Schnitzen. Ne? Wer schnitzt, der sitzt immer vom Körper weg und so ein Kram. Ja, also generell, wie hält man überhaupt so ein Messer und nicht immer mit der Armhänge Abstand halten zu anderen Leuten, damit man die nicht schneiden kann, all sowas. Und generell einfach so ein kleines bisschen Handhabung mit dem Messer und auch ein bisschen die Angst am Werkzeug etwas verlieren und all sowas, das wäre, glaube ich, ganz, ganz toll. Und ich hätte wirklich Lust, und vielleicht schaffe ich es ja diesen Winter sogar noch, wenn ich mich traue,
vielleicht auch mal bei irgendeiner Schule anzufragen, ob die nicht Lust hätten, dass sie da mal eventuell die Kinder einen Tag in den Wald mitnehmen. Also mit Lehrpersonal selbstverständlich. Und also da in irgendeiner Form so eine Zusammenarbeit. Das hat es schon an anderen Stellen gegeben. Das hat es schon mit anderen Leuten gegeben. Tendenziell warum nicht auch mit mir? Ich habe zwar keine große, tolle Ausbildung in Kinderpädagogik, aber im Regelfall verstehe ich mich mit denen trotzdem ganz gut. Ja, wir sind so ungefähr auf dem gleichen geistigen Niveau. Habe ich manchmal das Gefühl. So, ja, was war noch? Du hattest noch was aufgeschrieben. Genau, ein wertvoller Vorteil von meinen Patrons wäre die Möglichkeit, meine Touren 2 bis 3 Tage vor den nur normal YouTube-Nutzern buchen zu können. Das ist eine hervorragende Idee, das machen wir. Das werde ich auf jeden Fall umsetzen und bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit so auch praktisch erproben. Wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, da hätte ich eigentlich selber mal drauf kommen können. Auch Evelyn hat gemeint, ja, scheiße, ist ja eigentlich naheliegend. Aber nö, sind wir nicht drauf gekommen, vielen Dank. Dann hattest du zur Führung angemerkt, dass ich gut zu verstehen bin, wenn man vor mir läuft. Das heißt, ich sollte weiter hinten laufen, damit ich besser zu verstehen bin bei dem, was ich so unterwegs erzähle. Was du jetzt natürlich nicht wissen kannst, ich meine, du wärst relativ früh bei den Führungen dabei gewesen. Ich habe irgendwann ab einem gewissen Moment, ich weiß gar nicht mehr ab wann genau, aber irgendwann habe ich angefangen, zu Führungsbeginn zu meinen Ausführungen hinzuzufügen, die Spielregel bezüglich dessen, dass ich jetzt 6 Stunden am Labern bin. Und wem das mal zwischendrin zu viel ist, da gibt es einen einfachen Grundsatz. Je weiter ich weg bin, desto leiser werde ich. Wenn man mich also stumm schalten möchte, dann muss man einfach die Distanz zwischen mir und sich selbst entsprechend erhöhen. Und schon bin ich automatisch stumm geschaltet, weil die meisten Leute, es gibt durchaus welche, die es können, ja. Aber ich glaube doch, dass die breite Mehrheit nicht unbedingt 6 Stunden Dauerbeschallung haben möchte. Hier zwischendrin halte ich auch mal die Klappe, weil ich kurz kauen muss in der Mittagspause, wenn ich was esse. Aber ja, das hatte ich also dann später so gehandhabt. Und ich glaube, das war dann für die späteren Touren auch ganz okay. Aber trotzdem vielen Dank, das ist ein wertvolles Feedback, weil mir hat noch tatsächlich niemand erzählt, wie ich denn wo zu verstehen bin, wenn ich unterwegs noch irgendwas erzähle. Also für diejenigen, die noch nicht bei der Führung dabei waren und die es interessiert, laufen, 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 stehen bleiben an einem bestimmten Punkt, dort ein Grüppchen bilden und dann erzähle ich stationär was, dann geht es wieder weiter und beim Laufen noch so kleine futzelige Details erzähle ich mal so raus. Ich zeige mal hier und da vielleicht kurz in den Wald, dass da irgendwo eine Kleinigkeit ist, ohne dass wir groß stehen bleiben müssen, und beantworte vor allen Dingen auch Fragen, dass dann also eine kleine Diskussion aufkommt, während man läuft. Das ist so das System, und ja, ich glaube, ich merke wirklich darauf, dass ich ein kleines bisschen weiter eher hinten unterwegs bin. Andererseits bin ich ja auch der Führer und nicht der Führer, das wäre aber anders. Oh, schwierig. Der Waldführer, kann man glaube ich sagen. Und habe auch irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt ganz hinten rumdackel und dann allen Leuten immer zubrülle, jetzt rechts, da links, nein, hier, da, ist auch irgendwie wieder schwierig. Kommt natürlich aus Gelände an, wenn man nur einen Weg entlang läuft, dann geht's. Aber ja, ich mache mir mal Gedanken. Ich werde mir noch weitergehende Gedanken machen und das nächste Mal auch noch ein bisschen was durchprobieren. Jo, ich glaube, das waren die wesentlichen Anmerkungen. Wie gesagt, Römer besuchen, machen wir auf jeden Fall. Und die Pommesbude werden wir auch aufsuchen. Da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Das ist eine hervorragende Idee. Ich bin sowieso gerade am Planen, was ich nächstes Jahr wann wie eventtechnisch mache. Wahrscheinlich 2 Auslandstouren, wie es gerade aussieht. Nichts so Großes wie Grönland, dafür aber 2. Eine recht unspektakuläre und wenn es klappt im Sommer, wir haben ja auch noch was anderes vor nächstes Jahr, was ein bisschen Zeit und Planung bedarf, privater Natur, aber vielleicht schaffen wir im Sommer trotzdem noch Jotunheim oder Jotunheim, je nachdem wie man das aussprechen möchte, Norwegens höchste Berge und damit die höchsten Berge Skandinaviens. Ich bin davor, wann war denn das? Das könnte 2008 gewesen sein, ja. 2008 bin ich da mal durchgelatscht, solo. Jetzt würden wir es gerne zu zweit nochmal machen. Ich würde Evelyn die Gegend wirklich super gerne zeigen. Das ist
Ja, die Alpen niedrig und dann noch dazu mit der nordischen Vegetation ist ganz was Besonderes. Liegt gar nicht so weit nördlich von Oslo, aber durch die Höhenlage kommt man halt auch wieder in die arktische Klimazone und tolle Panoramen, wirklich tolle Panoramen. Werden wir dann sehen, ob das klappt oder nicht, aber das sind so die aktuellen Pläne und wenn ich schon aus dem Nähkästchen quatsche, dann am besten in einem Dankeschön-Video, ne? Ja, dann haben wir es durch. Nochmal herzlichen Dank, wie gesagt, auch für das Buch, für alles Sonstige und ganz toll. Ich freue mich sehr und tschüss.